gerade Frühstück bei Ben. Du warst auch bestellt, oder? Ja, klar. Aber ich bin dort wieder die Letzte. Boah, ist das wirklich? Ja. So viel ist in Ordnung, wenn wir anfangen? Ja, ja, ja. Ist es okay, wenn ich esse? Ja. Food Porn. Wie schmeckt das, Sandy? Mega. 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 Wir sind eben gerade im YouTube-Space angekommen, endlich. Und wenn jetzt erstmal eine Runde reinschauen, ich hoffe, ich kann euch so viel zeigen, wie es geht. Ich bin gespannt, was es da drin so gibt, weil selbst ja, für uns ist es natürlich auch total besonders, mal im YouTube-Space zu sein und sich ein paar Sachen anzuschauen. Und ja, ich lasse euch mal so ein bisschen mitgeben, mal gucken, was es da so gibt. Wir laufen eben gerade durchs YouTube-Space, aber ja, so viel können wir gar nicht sehen, beziehungsweise viele Räume sind zu, da dürfen wir da natürlich nicht rein, da werden nämlich eben gerade Sendungen produziert. Wir haben eben gerade YouTuber kennengelernt, die über 2 Millionen Abos haben, die einen sehr netten und sehr coolen amerikanischen News-Channel haben, den werde ich euch mal unten verlinken. Und ja, ansonsten gucken wir mal so ein bisschen rum, vielleicht gibt es ja noch irgendwas Cooles. Das wird so eine richtige Enttäuschung. Moment. Süß. Das war mega schlecht. Potz. Take me away from home. Show me all the places I've never known. I will change. All of these broken dreams and flight, and we'll fly. Heute schaut euch das mal an, wie schön das aussieht. Das sieht so cool aus. Oh, mega aus. Das ist so schön. Es ist sau schön. Guckt euch mal an. 360 Grad. Warum ich mich hier vom Bad melde, vielleicht so minimal wie ein normaler Mensch aussehe, ohne Schminke, ohne gar nichts, frisch geduscht.
Ich habe Folgendes noch gar nicht erklärt, beziehungsweise hatte ich heute auch einfach nicht gefilmt, weil wir einfach mega am Arsch waren. Denn ihr dürft dreimal raten, beziehungsweise haben das die meisten wahrscheinlich auch schon durch die anderen Vlogs mitbekommen. Wir haben den Flug verpasst nach Deutschland. Ja, das ist tatsächlich wahr. Das heißt, wir durften noch einen Tag länger in Las Vegas bleiben und sind jetzt sozusagen in einem anderen Hotel, fliegen sozusagen zur gleichen Uhrzeit, nur einen Tag später. Warum das passiert ist, Flughafenpersonal, Kombination aus allem Möglichen, ziemlich ärgerlich, muss ich wirklich sagen, weil ich wäre halt sehr gerne pünktlich zur Arbeit gegangen, beziehungsweise hätte da gerne wieder ordentlich losgelegt. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, was passiert ist, weswegen wir alle in den nächsten folgenden Szenen nicht super aussehen werden. Aber ich werde euch jetzt einfach mal mitnehmen und zeigen, was wir gleich so am letzten Abend essen gehen und wie es den anderen so geht. Ah, sorry, ich wollte nicht im Weg stehen. Ja? Das war ich mir echt blöd. Und jetzt? Also ich gehe irgendwo lang. Hi. Und dann stehe ich plötzlich im Weg. Hallo. Total blöd. Und jetzt? Was passiert mir das? Ich glaube, ich wollte so da ran, ja, vorbei. Wo sind wir? Wir sind im Heart Attack. Eigentlich ist das eine irre Veranstaltung mit vier. Irgendwie schon, ne? Ach du Scheiße, der kriegt eh. Was ist das für ein Laden? Der guckt mal. Wie ihr seht, mussten wir leider ins Krankenhaus. Es ist was Ernstes passiert. Tobi hatte Hunger. Es ist sehr ernst. Ich habe noch nie so was Dummes gemacht und hier in diesem Scheißladen. Oh, das sieht doch voll gut aus. Oha, aber in Realität das sieht noch besser. Vlogs will ich euch nochmal ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen aussprechen, der sich mein Olympics-Video immer und immer wieder angeschaut hat. Ihr seht, was für schöne Momente dabei rumgekommen sind, und vor allen Dingen will ich mich hier nochmal an Kasper bedanken, der diese tollen Fotos gemacht hat. Schaut unbedingt unten in die Infobox, da verlinke ich euch sein Instagram-Profil. Er macht wirklich sehr schöne Fotos. Vor allen Dingen verlinke ich euch in der Infobox aber auch die Kanäle der ganzen anderen tollen Leute, die dabei waren. Schaut da auch unbedingt vorbei, lasst den lieben Leuten ein Abo da, und hier verlinke ich euch natürlich noch das letzte Video von meinen Vlogs, und zwar kam das auf meinem Zweitkanal online. Abonniert ihr natürlich auch sehr gerne. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video und bis dann. Tschüss!